Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, geht ja schon gut los. Mein Eigenleben. Ich möchte euch heute mal ein bisschen für die Krisenvorsorge ein paar Ideen geben bezüglich Notkochmöglichkeiten. Also, dazu habe ich hier ein paar Kocher, die ich habe, mal hingestellt. Ich möchte dazu aber auch gleich sagen, dass alle Kocher, die ich euch zeige, mit einer offenen Flamme arbeiten und dementsprechend halt müsst ihr auf den Brandschutz achten und im Prinzip nicht für den Innenbereich geeignet. Also in der Wohnung damit kochen sollte man nicht. Wenn ihr einen Garten habt oder einen Balkon, da ist das möglich. Wobei auch hier darauf geachtet werden muss, dass entsprechende Brandschutzvorschriften eingehalten werden. Das nur mal so als Sicherheitshinweis. Gut, dann legen wir auch gleich mal los. Fangen wir mal klein an. Kennt fast jeder. Der S-Bit-Kocher. Ein kleines Blechteil. Wobei hier die Seiten verstellbar sind, man sich da einen Topf draufstellen kann und irgendwas erwärmen. Also wirklich kochen ist damit nicht möglich. Das sind diese S-Bit-Tabletten. Die werden hier reingelegt, je nach Bedarf. Passen auch hier wunderbar rein. Kann man zuklappen, kleines handliches Teil, um sich mal eine Tasse Tee oder Kaffee ein bisschen zu erwärmen, ist das okay, aber zum Kochen nein. So, das nächst größere, was auch ein bisschen mehr Energie abgibt, soweit ich weiß, das ist der Kamerad hier, das ist der Schweizer Notkocher M71. Wird mit diesem Teil geliefert. Original sind noch ein paar Zündhölzer dabei. Den schraubt man auf. Da drin ist dann so eine Art Brenngel. Und dann kann man sich hier diesen Aufsatz draufstellen, eine Tasse drauf und auch etwas erhitzen. Ich versuche euch alles, was ich heute zeige, in der Videobeschreibung zu verlinken, wenn es den einen oder anderen interessieren sollte. So, das waren jetzt auch die beiden einzigen, die, sagen wir, aus dem militärischen Bereich kommen. Das ist, glaube ich, von der Bundeswehr, das ist von den Schweizern. Ja, das waren die kleinen Notkocher. So, was vielleicht für die meisten dann aber eher sinnvoller ist, das ist dann sowas hier. Ein kleiner Gaskocher. Dieser hier ist jetzt mit einer Schraubkartusche. Das ist der eigentliche Kocher. Kann man hier aufklappen. Hier ist das Ventil zum Regulieren. Einfach draufschrauben und wenn man das richtig zuschraubt, dann ist praktisch der Druck drauf und man kann dann schon, ja, damit kann man schon ein bisschen kochen. Das ist kein Ding. Diese ähnlichen Teile gibt es auch noch mit Stechkartuschen.
haben allerdings den Nachteil, dass man das nicht einfach abschrauben kann wie bei dem System, sondern wenn es einmal drauf ist, dann ja, dann ist drauf und dann sollte man es auch erst wieder abmachen, wenn die Kartusche leer ist. Was haben wir noch Schönes? Ja, vielleicht kennt es der eine oder andere. Das ist ein Desca Spirituskocher Made in GDR. Heißt kurzum auf Deutsch hergestellt in der DDR, in der ehemaligen. Hier hinten ist ein kleiner Tank, schraubt man hier auf, füllt seinen Spiritus rein. An dem Regler dreht man auf, zündet an und kann sich auch ein bisschen was kochen oder erhitzen. Ist robustes Stahlblech, so Hammerschlag-Lack. Mäßig lackiert und ja, bekommt man nur noch irgendwo gebraucht. Also neu gibt es die, glaube ich, gar nicht mehr. Und wen das interessiert, ein regelbarer Spirituskocher. Bleiben wir bei dem Teil. Das ist also auch schon fast museumswürdig. Das ist von der Marke Turm, Made in Western Germany. Das Ding heißt Turm 111, ist ebenfalls ein Spirituskocher. Der wird hier oben, ist so, eine, ja, so ein Stöpsel, den macht man auf, füllt seinen Spiritus rein und kann hier auch aufdrehen und regulieren. Das Blaulichtfahrzeug mit Sirene ist auch wieder vorbei. Dann haben wir noch sowas in der Art. Das ist ein Hobo. Da funktioniert einfach mit Holz. Man legt hier Holz rein, entweder seitlich oder erstmal oben, zündet das an und kann oben auf dieses Kreuz eine Tasse oder einen kleinen Topf draufstellen. Ist natürlich sowas nur so für draußen. Das ist, sollte ja wohl jedem klar sein. Dieser hier ist von Lixada. Da gibt es Dutzende anderer Modelle von anderen Firmen. Aber wenn das interessiert, den kann ich das auch gerne mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Das ganze Teil wird zusammengesteckt, war hier in dieser Tasche drin, wird dann auch nicht viel dicker, diese Tasche, und ist relativ einfach zusammenzustecken, geht relativ schnell und man kann draußen mit Holz ein bisschen kochen und ein bisschen Getränke erhitzen und ja. Okay, so, und dann haben wir noch ein Teil. Sowas hier. Das ist ein zweiflammiger Gaskocher. Natürlich regelbar. Der ist jetzt von der Firma Enders. Hier hinten ist der Anschluss. Da kommt dieser Schlauch dran. Klebt noch die Bedienungsanleitung dran. Gut, eine Seite zum Kocher, die andere Seite auf eine 5 oder 11 Kilo Gasflasche. Natürlich mit dem mitgelieferten Druckminderer nicht vergessen.
wie ihr seht, das ist alles noch original verpackt, also ich habe den noch nicht benutzt. Ist aber eine relativ gute Möglichkeit, um ja, sich ein Essen zu machen, falls mal der Strom weg ist oder wie auch immer man keine Alternative hat, sich sein Essen warm zu machen. Ja, das waren jetzt ein paar kleine Kochgelegenheiten für einen Krisenfall, welchen auch immer, dürft ihr euch selber ausmalen. Ja, das war's soweit. Dann macht's gut und bis zum nächsten Video.